In der Kulturkuppel Neuwied wurde ein Mann umgebracht und eine Waffe gefunden. Nein, nicht in echt, aber in dem Theaterstück Die acht Frauen. Nur wer ist hier der Mörder bzw. die Mörderin? In einer einsamen Villa eingeschneit und von der Außenwelt abgeschnitten, wird den acht Bewohnerinnen eines schnell klar. Eine von uns ist die Mörderin! Die Frauen beginnen selbst mit den Ermittlungen. Doch es gibt ein Problem. Keine von ihnen hat ein Alibi, aber jede hat ein Motiv. Acht Frauen sind in den unterschiedlichsten Beziehungen zueinander. Der Hausherr wird ermordet und die Panik bricht aus. Die Frauen sind eingeschlossen in dem einen Raum und müssen herausfinden, wer der Mörder ist. Einfach weil es um deren Leben geht, um die Erbschaft, um verschiedene Beziehungen, wer wen kennt. Ja. Und da es keinen Gärtner gibt, das ist der Tipp, der Gärtner ist es nicht. Bis es die Kriminalkomödie im November 2014 auf die Kulturkuppelbühne geschafft hat, verging ein gutes halbes Jahr. Die Regisseurin hat zusammen mit den acht Frauen lange und intensiv geprobt. Auf dem Weg aber auch viel Spaß gehabt, denn das steht bei den Chamäleons immer an erster Stelle. Also ich habe sehr viel Wert vorher gelegt auf die Sprache, auf den Text, auf das Feminine. Also acht Frauen auf der Bühne, das ist schon geballt. Geballte Leidenschaft, geballtes Frausein. Und traditionell macht Chamäleon ja auch immer ein Probenwochenende. Dort haben wir, das haben wir in Main verbracht. Das war auch sehr, sehr lustig. Wir haben sehr viel gelacht, aber auch natürlich sehr viel geprobt. Und wieder erwartet, ich dachte, wir würden eigentlich nachts da die Puppen tanzen lassen, aber irgendwie lagen alle um 10 im Bett. Naja. Kein Wunder, denn bei dieser Produktion machen die Akteure auch viel Eigenarbeit vor und hinter der Bühne. Da werden nicht nur die Stühle gestellt und die Requisiten hergerichtet, die Darstellerinnen sind auch für die Maske und Frisuren selbst zuständig. Ein perfekt eingespieltes Team. Sehr, sehr entspannt, würde ich sagen, mit unseren acht Frauen. Wir verstehen uns sehr gut, es ist ein sehr harmonisches Zusammenspiel. Da gibt es kein Gezicke, überhaupt nicht. Man merkt, dass auch wir sehr viel Spaß haben. Ebenso harmonisch beginnt die Kriminalkomödie. Die Familie versammelt sich ohne böse Absichten zum Weihnachtsfest. Ich spiele Susanne, die älteste Tochter. Ich bin Mitte 20 und komme aus England zurück und freue mich schon tierisch auf meine Familie, weil ich weiß, dass jetzt meine Tante und meine Oma, Mami, bei uns wohnen. Doch die Stimmung schlägt schnell um. Auf der Suche nach der Mörderin entpuppen sich ihre wahren Charaktere. Die Frauen sind getrieben von Missgunst und buhlen um das große Erbe. Wo ist mein Geld, Sie Diebin? Langsam, langsam. So stehen die acht Frauen fast immer alle gemeinsam auf der Bühne. Schließlich soll niemand das Haus verlassen und womöglich heimlich Spuren verwischen. Während die eine als Polizeiinspektorin versucht, den Tathergang zu rekonstruieren, fällt die andere vor Angst in Ohnmacht und muss mit groben Haushaltsmittelchen wachgespritzt werden. Mein Herz. Es schlägt nicht mehr. Ja, wir haben ganz viele witzige Szenen drin und natürlich auch sehr spannende Szenen, weil ja nie klar ist, wer die Mörderin ist, weil ja immer wieder neue Geheimnisse dabei rauskommen und das Publikum selbst auch versucht natürlich mitzurätseln, wer es ist. Wir haben jetzt auch ein Plakat aufgehangen, dass ja jeder mal in der Pause sagen kann, wen er so verdächtigt, und ich finde das sehr spannend. Jeder hätte es getan haben können, nachdem ihr hier alle kreuz und quer im Haus rumgelaufen seid. Eine packende Geschichte zum Mitdenken und Lachen. Inszeniert an einem ganz besonderen Ort in der Kulturkuppel Neuwied. Für die Aufführungen der acht Frauen haben wir uns für den Workshop-Raum entschieden, weil der einfach eine heimelige Atmosphäre hat. Er hatte schon eine kleine Bühne, die haben wir dann noch ein bisschen erweitert um einige Blöcke und haben ein komplettes Wohnzimmer hingestellt. Und hat so was von Wohnzimmertheater. Dann Leute sitzen ganz nah dran und bekommen jede Regung von den Frauen dann auch direkt mit. Die Kriminalkomödie begeisterte bisher über 300 Zuschauer und ist damit ein voller Erfolg für die Chamäleons. Eine Zuschauerin hat mir jetzt auch gesagt, dass es immer wieder spannend ist, sich das zweimal anzugucken. Sie war schon das zweite Mal da und sie sagte, es gibt immer Kleinigkeiten, die ihr aufgefallen sind, immer wieder neue Sachen. Es ist ja auch eine spannende Kriminalkomödie, die dann aber auch immer wieder durch irgendeinen Lacher lockerer gemacht wird. Und sie sagte, so viele Kleinigkeiten, die sie da entdeckt hat, sie freut sich schon aufs dritte Mal. Also das ist schon ein richtiger Fan, würde ich sagen. Und ja, dann wollen wir sie doch auch noch mal ein drittes Mal verzaubern. Karten für die neuen Spieltermine im April und weitere Infos gibt's online unter allesnurtheater.de.